Natürlich, Naja, aber ihr ihr untersch... sagtet, ihr wolltet helfen, dass die Steckbriefe abgenommen werden. Naja, dass Abel mir und Jalan in Berikum anlanden dürfen, genau, aber das hat ja nichts mit dem Reichsverräter zu tun. Mit Reichsverräter meint sie Sarnin. Ah, okay, ich habe mich gerade schon gefragt. Wir hatten uns schon so daran gewöhnt, dass der Reichsverräter Answin ist. Welcher Answin? Von Rabenmund. Oh, und der Ältere. Der Jüngere vermutlich auch, aber Ach so, wen ja. interessiert den? Okay. Der war auch bei der Schlacht. Ja. Okay, nee, Nun, das müsst ihr denn. man muss zu seiner Ehrenrettung sagen, dass er heldenhaft dort gestorben ist. Einfach so verzeiht. Nee, ich hatte, wenn ich vom Reichsverräter spreche, dann meine ich eigentlich den ehemaligen Kapitän, Sarnin. Admiral. Was Ehemaligen hat er Admiral. so Schlimmes gemacht, dass er Der Reichsverräter, Reichsverräter? Genau. Nun Dass seht ihr, man er. hat ihn Er hat nach das dem Flaggschiff gestohlen. Maraskan-Feldzug an die Westküste nach Haben versetzt. Und als die blutige See um sich griff, fühlte er, es sei seine göttergefällige Verpflichtung, das Schiff zu kapern und die blutige See damit zu Er hat befreien. seine Tochter niedergeschlagen und ihr das Schiff gemeutert. Seine Nun, eigene ich. Tochter hat er angegriffen. Nun, ich kann euch aus erster Hand berichten, dass sie ihn wohl verziehen hat. War das die, die uns abgeholt hatte? Wann habt ihr denn mit der Ehren in Zahlen gesprochen? Ach, das ist noch gar Die nicht ist so im lange her. Südmeer. Das ist erst 3, 4 Wochen vielleicht her, nachdem wir Xeran gemeuchelt hatten. In Ilsur? Da gehört Ja, sie gar nicht ja. hin. Ja. Was macht denn Und der Irdre in... wie ich bereits sagte, nicht alles, was man in Perikum hört, entspricht den Tatsachen. Nun, meine Herren und Damen, vielleicht sollten wir die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen und beratschlagen, wie wir mit den Torwallern verhandeln wollen. Jalan, eure Vorschläge. Ich denke, wir halten uns erstmal an diesen Styrbion live schon. Wenn er wirklich, ich will ihn nicht Schmuggler nennen, aber irgendeine Art von Händler ist, wird er vielleicht der Geschäftsbereiteste sein. Was wollt ihr mir anbieten? Nun, zunächst einmal die Befreiung seines Hafens. Wenn dieser Mann mal wirklich seine Horte auf dem Gewissen hat, wird er ein gewisses Maß an persönlichem Einstand dafür haben. Und ansonsten, ein bisschen Schmiergeld ist nie fehl am Platz. Wir hätten auch noch Kaviar. Außerdem, Sulaimin als Visierer kann sicherlich das ein oder andere Handelsprivileg versprechen. Habe ich Für das Leute, recht die. verstanden, dass sich die Überreste der Otter dort in Selbstmitleid suhlen und ein Großteil eigentlich vernichtet ist? Ja, ich denke, das solltet ihr diplomatischer ausdrücken, aber das ist nicht ganz falsch. Die Händlerin sagt, es wären noch 1 bis 2 Dutzend, die am Leben seien. Vielleicht kann man die überzeugen, Sie werden uns auf zu jeden helfen. Fall, ich denke, sie werden auf jeden Fall am meisten über diesen Mann mal wissen. Abgesehen von irgendwelchen Paktierern, die sich vielleicht dort herumtreiben. Wir sollten versuchen, einen solchen aufzutreiben und den auszuquetschen, aber nun, wie schwierig oder leicht das ist, sei eine andere Sache. Also im Imperium sagt man, dass die Drachen von Janka unglaublich brutal sind. Es sind ja auch Drachen. Es sind ja auch Drachen sind Torwalle. böse. Ja, aber wir haben ja 50 Trollzacke. Die sind auch unglaublich brutal. Ich denke, wir wollen keinen Brutalitätswettbewerb innerhalb der Stadt veranstalten. Dies kann unserem Nee. Ruf nur schaden. Ich wollte Angeblich nur sind sagen, auch dass wir gewinnen. Rakina dort, oder? Ha, hieß es. Möglich. Ich möchte nicht überoptimistisch sein, aber wenn die Verkina unglücklich sind mit dem, naja, mit dem Abschaum der Ersäuferin, der sich in der Stadt festgesetzt hat, dann wären sie vielleicht auch mögliche Verbündete. Das ist richtig. Ich kenne mich aus mit Verkina, aber ich fürchte, die Bankalil sind sehr viel umgänglicher als das, was wir hier vorfinden werden. Aber ich spreche zumindest ein paar Brocken ihrer Sprache. Trotzdem denke ich, wir sollten zuerst mit den Torwallern reden. Ja, da sind wir da also schon mal abgemacht. Und wie gesagt, wenn wir irgendwie einen Paktierer zum Ausquetschen bekommen, umso besser. Und wir meinen wirklich, Sie gehen auf das Angebot ein für Handelsprivilegien. Nun, notfalls für blankes Silber. Naja, und für Rache. Wie sind der Malmar hat den Rest ihrer Otter getötet, oder? Ja, vermutlich, oder seine Kultisten oder irgendwie Und selbst wenn er sowas. es nicht direkt war, haben die Umstände wohl den größten Teil auf dem Gewissen. Ich denke, Rache ist eine wesentlich bessere Münze als, nun ja, ein Pfeffersack. Davon sprach ich doch ganz zum Anfang, aber mir. Und vorher habt ihr das nicht klar genug gemacht. Dass Vergeltung ihrer selbst genug ist, habe ich nun offensichtlich schon lange und oft genug klar genug gemacht, dachte ich. Das stimmt, ihr seid das strahlende Beispiel dafür. Danke, Boltax.
Ich glaube nicht, dass das ein Kompliment war. Das ist doch einfach ihn als Kompliment. Die Voltax etwas, die Voltax etwas sagt und wie die Wahrheit Dinge und wie die Wahrheit Dinge sieht, sind zwei verschiedene Sachen. Das hat sich jetzt aber nicht widersprochen. Nun, selbstverständlich nicht. Ich widerspreche mir nie. Denn jedes Wort aus meinem Mund ist wahr und gerecht. Nun, ihr solltet euch vielleicht ein paar Argumente zurechtlegen für die Torwaller. So, da hinten ist der Malmer, der hat eure ganze Sippe ausgerottet. Wer will den mit mir umbringen? Ich werde mit dem Mann reden, ja. Ja, ich würde also das bevorzugen. Jana, du musst auf ihre Gefühle eingehen und ihre Rache mehren. Das ist der Weg. Das habe ich. Jalan, nicht, dass ich dir da jetzt in die Parade fahren will, aber ich glaube, Zulamin sollte das machen, sie immer in die Visieren. Und wenn das so den Eindruck hat, dass sie nur so eine Schachfigur ist, kriegt sie, glaube ich, keinen Respekt. Ich hatte mich auf dem Weg ein bisschen mit Diamantes unterhalten und so wie ich es mitbekommen hatte, hat er kurz erwähnt, dass er für Zornbrecht gearbeitet hat. Hervorragend, dann sprecht ihr mit den Torwallern. Ach, okay. Wisst ihr was, wir gehen einfach alle hin. Aber mir hält nur einfach den Mund zu. Nicht so ungut, aber wir wollen keinen versehentlichen Fauxpas riskieren, weil eure Kulturen aufeinandertreffen und sich nicht verstehen. Nun, mein Mund ist meistens nicht das Problem. Ja, aber am Ende lasst ihr irgendeine horasische Redewendung fallen und der kriegt die wieder in den falschen Hals. Ihr wisst schon, brennen muss Torwall etc. etc. Und dann haben wir den Salat. Aber es waren doch die Horasier, die das in den falschen Hals bekommen haben. Und seht ihr? Ja, aber weil da die gesagt haben, Kuslig muss brennen, Boltax. Es ging da um die Stadt. Ja, aber... Jetzt ist der Groschen gefallen, oder? In der Tat. Seht ihr? Ja, dann hebt er die Mütze wieder auf, die er gerade irgendwie beim Schnipsen verloren hat. Meine Eltern haben immer gesagt, mit Filmet Geld spielt man nicht, aber... Nun, also sollten wir Zulamin reden lassen mit ihnen. Ihr könnt ihr unterstützen mit euren Argumenten. Aber Zulamin wollte eben noch was sagen. Ich weiß nicht, ob ich die geeignetste bin, um mit Torwallern zu verhandeln, aber ich möchte auf jeden Fall gerne dabei sein. Mir fiel nur gerade noch ein, dass die Torwaller, die wir nicht in unsere Mannschaft genommen hatten, sagten sie nicht irgendetwas von wegen, wenn wir eine Otter hätten, hätten wir vielleicht auch noch Verwendung für sie? Nun, es gibt keine Otter mehr, wie ich das verstehe. Ist die Otter nicht das Schiff? Nein, so wie ich das verstehe, ist es beides. Die Otter ist das Schiff und die Otter ist die Mannschaft. Und wenn sie an Land sind, sind sie halt trotzdem noch die Otter. Auch wenn sie nicht auf ihrer Otter sind. Ah, außer die Knochenotter. Die ist nur die Otter und die hat eine normale Mannschaft. Eine verfluchte Mannschaft. Die ist auf keine Weise normal, aber es ist auch keine Otter. Und was ist mit einem Otter? Ich denke nicht, dass es Otter auf torwalschen Schiffen gibt. Aber würde das nicht Sinn machen, so wie wir Katzen auf unserem Schiff haben, dass die Otter auf ihrer Otter haben? Haben die Katzen, weil sie Ratten und Mäuse fressen. Fressen Otter Ratten und Mäuse? Ich glaube, es gibt einen begrifflichen Unterschied zwischen einem Otter und einem Otter. Aber sie klingen gleich. Ein Begriff. Vielleicht liegt das aber auch an der Übersetzung. Vielleicht ist das im Torwallischen ein deutlich anderer Begriff. Eine sprachliche Verschleifung vielleicht über die Jahrhunderte. Ach, bringt es uns jetzt über Phonetik zu streiten? Ich glaube nicht. Ja, aber... Dass du hier wohl von meinem Phonik sprichst. Wir sollten uns auf jeden Fall erst einen Überblick über die Stadt verschaffen. Dass wir einmal alle Viertel gesehen haben oder vielleicht einmal außen herum gegangen sind. Janka sehen und sterben. Nein. Ich glaube, sagt man das nicht über Elborum? Ich glaube, man sagt das über viele Städte. Auch über Grangor. Und Mendena. Nun, manche behaupten, in Mendena seien Leute gestorben. Naja, wir haben welche getötet, also ja. Ihr könnt die Nacht an den wenigen Feuern verbringen und am nächsten Tage aufbrechen. Auf dem Wege kurz vor Janka könnt ihr noch einige Reisbauern antreffen, die allerdings aufgrund von den riesigen Ferkinerkriegern in eurer Obhut Reis ausnehmen und über die Reisfelder flüchten. So schnell, wie sie nur können. Dann steht ihr, die Straßen werden immer schlechter und viele Spuren von schweren Karren, die sich hier im Laufe der Jahre in den Boden eingearbeitet haben, in den Matsch vor der Stadt selbst, wie sie dort liegt. Ja, früher einmal noch ein stolzer Handelshafen für große Galeeren, für Handelsschiffe, für
Schaluppen für Zedraken. Hier allerdings dümpeln nur noch wenige Schmuggler oder Piratenboote im verkommenen Hafenbecken. Ihr könnt erkennen, wie Lagerhallen vor langen Jahren angezündet worden sind. Halb zerfallen und verlassen ragen die schwarzen Ruinen wie Knochen empor, die direkt neben dem Wasser an Land liegen. Und es ist sehr neblig. Ihr könnt die ganze Stadt von der Position aus nicht wirklich überblicken. Aber hattet schon die ein oder anderen Karten von Janka gesehen. Vor euch müsste irgendwo die Stadt beginnen mit den Mauern, auch wenn sie nicht sonderlich hoch sind. Und im Süden des Ganzen könnt ihr noch eine ebenso zerbrochene Ruine eines Immernstadios erblicken. Ebenso können die Schemen einer alten, runden Arena hervorragen. Den Rest könnt ihr wahrlich nicht sehen. Die Stadt ist verkommen. Es stinkt nach Fisch, trotz dessen, dass ihr mit dem Nebel nicht ganz so viel sehen könnt, aber es ist das, was ihr erkennen könnt, ist ein Trauerspiel. Ja, man sagt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Aber dieser hier könnte sich als Shadifrid entpuppen, der seinen Reiter verschlingt. Nun, seht es so. Elberum sah genauso aus. Und das hat sich gemacht. Ja, weil Abel mir das Waisenhaus angezündet hat. Ich habe kein Waisenhaus angezündet. Verbreite nicht solche Gerüchte. Also gab es doch ein Waisenhaus. Nein, es gab kein Waisenhaus. Es gab eine Spielhölle. Ja, es war also eine Spielhölle von Gollen betrieben, die zwei Waisenkindern gehört hat. König, sollen wir hier bleiben oder gehen wir rein? Morden und Brandschatzen. Ja, also erstmal dazu. Nicht morden und brandschatzen. Da machen, was ich sage. Dann gibt's für alle eine Rüstung. Richtig? König. Habe ich mir gedacht. So, Zulamin, du bist jetzt hier, ist ja deine Stadt. Was sollen wir machen? Was ist das da hinten, dieses Große, das aus dem Nebel ragt? Hat Janka eine Arena? Also, das sieht alles aus wie ein brennender Müllhaufen von hier, aber... Man hat uns gesagt, es gäbe mal ein Stadion, oder? Ich meine... Es ist wohl dieser unzivilisierte Sport, der aus Torwa kommt. Meint ihr dieses... Wie heißt das denn nochmal? Bettrudern? Imam. Oh! Ich finde Imam ganz interessant. Totschlag, Taubrien! Nein, Rot-Weiß Merwet! Solange du nicht Meilers Grund sagst, ist alles gut. Na, das sieht jedenfalls aus wie eine Ruine. Nun, ich würde sagen, unauffällig können wir mit den Trollzackern sowieso nicht sein. Also marschieren wir ein. Einmal die Hauptstraße entlang. Mir wurde gesagt, der Raya-Tempel läge an der Straße. Ich würde gerne einen Blick darauf werfen. Warum dann nicht gleich zum Palast? Den sollten wir am Ende der Hauptstraße finden. Wollen wir nicht erst einmal unauffällig vielleicht jemanden vorschicken, der einmal die Lage sondiert? Boltax, wir sind gerade mit 50 Trollzackern aufmarschiert. Ich denke wirklich, unauffällig können wir vergessen. Und ich denke, noch hat man uns nicht erkannt. Glaube auch. Ja, aber ihr seht schon, dass wir die Stadt sehen und deswegen die uns vermutlich auch sehen. Nun, seht ihr jemanden auf den Mauern? Ja, ich schau mal, halt mal Ausschau. Sehe ich da jemanden? Weder auf den Mauern noch am Stadttor selbst. Keine Wache. Kommt, Diamantes, wir gehen vor, sehen uns ein wenig um. Die Mauern sind auch wenig überzeugend. Also ich glaube, dass da hinten ist entweder ein Loch oder da ist einfach keine Mauer, eins von beiden. Ich glaube, das sind nur ein paar Wohnhäuser, die aneinander gebaut sind. Wenn ihr uns aus der Stadt rennen seht, kommt und holt uns. Ja. Da hab ich 50 Trollzacker. Ich renne nicht gerne. Deswegen kommen die dann ja auch und holen uns. Lasst euch nicht umbringen. Habt ihr noch irgendwas, womit ihr ein Signal geben könnt? Wollt ihr ein Horn? Hast du ein Horn? Oh, die Trollzacker haben bestimmt ein Horn. Ihr habt euer Amulett, oder? Oder habt ihr es auch verkauft? Ist so ein Horn in so einer Stadt nicht ziemlich auffällig? Nun, sobald der Punkt gekommen ist, an dem wir ein Signal geben müssen, ist es mit der Auffälligkeit, glaube ich, schon im Tod. Oder schert sich hier drin überhaupt noch wer um irgendwas, so wie die Gebäude aussehen? Also ich bin mir nicht sicher, entweder ist das noch am
brennen oder das raucht einfach nur noch. Ich glaube, ihr könnt hier ein Horn blasen, ohne dass euch die Stadtwache auf die Nerven gehen wird. Falls es überhaupt eine gibt. Ist ein guter Punkt. Und irgendjemand wird irgendjemandes Willen durchsetzen. Ja, da kann man ein Dorf lassen. Ich würde mal zu einem der Trollzacke hinlaufen. Hier, wo ist ein Horn? Sag mir mal so ein Horn. Rufhorn oder Trinkhorn? Rufhorn. Und wenn du dabei bist, Horn, Trinkhorn. Ziegenhorn. Mir egal, wie du das machst. Bergziegenhorn, hier. Wunderbar. Ja, ich schaue erst kurz, welches das Rufhorn und welches das Trinkhorn ist und hier drücke ja dann das Rufhorn in die Hand. Ja, danke. Hängt das an einem Band? Ja. Okay, dann hänge ich mir das irgendwie über meine Reisetasche über und schaue nochmal, dass es nicht unnötig anschlägt. Nun, ich würde sagen, wünscht uns Glück, aber wir wissen alle, dass dies wohl mit uns sein wird. Denn schließlich ist das Glück immer mit den Wagemutigen. Wir geben euch ein paar Minuten Vorsprung. Kommen dann nach, falls ihr nicht wieder auftaucht. Und landet nicht wieder im Gefängnis. Nun, gebt uns doch vielleicht eine Stunde. Ja, Zulamin, wollen wir so lange üben, dass ihr auch gar, ich sag mal, kaiserlich in die Stadt einreitet? Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auf Mira setzen und dann marschiert die Trollzacke-Information um euch rum. Das macht viel Eindruck. Oh, danke für das Angebot. Ja, man musste sich auch mal ein bisschen präsentieren, ne? Ich marschiere dann mit Diamantes von dann. Nun, was denkt ihr, wie machen wir das am besten? Teilen wir uns auf? In dieser Stadt? Ich weiß nicht. Sollten wir nicht. Dann bleiben wir am besten zusammen. Keiner von uns kennt sich hier aus. Und ich weiß auch nicht, was uns hier erwarten kann. Seid auf alles vorbereitet. In erster Linie sind die Häuser dieses Viertels eng beieinander stehende, baufällige Gebäude unterschiedlichster Größe. Von einfachen Holz bis zu Steinbauten. Zwei Drittel aller Wohnungen stehen allerdings leer. Fenster und Türen sind vernagelt und verriegelt. Unkraut wuchert in den Höfen und einige sind so zusammengestürzt, dass sie nur noch sich selbst stützen und das Ganze dann verhindert wird. Der große Teil ist wohl ein Haufen verrottendes Bauholzes, der Einsturz gefährdet. Irgendwelche Kamine oder Keller, die mit Wasser gefüllt sind. Es gibt nur noch wenige Gebäude, die bewohnt sind, was ihr daran erkennen könnt, dass sich die Holzbalustraden dann mit einem Klacken im Nebel schließen und der allgegenwärtige Fischgestank ist hier im Hafen besonders widerlich, der sich euch in die Nase schiebt und ihr habt das Gefühl, dass ihr ihn nie wieder aus euren Klamotten herausbekommen werdet. Die Auffahrten von den Gebäuden, von den verschiedenen kleinen Läden, von den Hurenhäusern sind vollgemüllt. Ihr könnt Löcher in den Fenstern erkennen, auch wenn die Balustraden dann vorgeschoben worden sind. Vielleicht noch ein bisschen mit Lumpen vollgestopft von der Innenseite, damit man nicht ins Innere reinblicken kann. Und ihr seid wohl auch froh, dass die Dunkelheit die Geheimnisse verbirgt. Je weiter ihr in Richtung Osten lauft, desto mehr habt ihr das Gefühl, dass die Häuser wieder bewohnt werden. Gerade wenn ihr dann durch das erste Stadttor über die Hauptstraße in Richtung einer Brücke kommt und dann auf der anderen Seite die Stadt erneut betreten könnt. Ist auf der Brücke jemand, irgendwer hier, ich will nicht sagen Wache steht, aber vielleicht ein Ausguck, jemand, der beobachtet, was so an sich geht? Ihr könnt mal eine Gassenwissenprobe ablegen. Ich erschwere sie euch um, sagen wir einfach mal, 10. Kulturkunde Aranien würde aber helfen und Ortskenntnis auch. Habt ihr natürlich beides nicht. Ich könnte dies Mirakel. Kannst du natürlich machen. Müsstest du wahrscheinlich. Ich möchte dies Mirakel. Wenn Diamante schon sagt, er weiß es nicht, dann nur. Es erscheint mir nicht allzu selbstsüchtig. Musst du mir aber sagen. Wir sind aber auf dämonisch verseuchtem Territorium, oder? Ja, Unheiligtum. Und warum ist meine... Ach, die Differgene ist mit einer plus 10. Haha, nein. Okay, Virus, die erschweren, dass wir Unheiligtum... Sind wir direkt auf einem Unheiligtum? In der Stadt schon? Sag mir einfach eine Erschwernis, ja? Würfel einfach mal. Ich habe gewürfelt. Ich habe in Wahrheit 15 über meiner 17er Maximum. 15, die plus 10. Das reicht. Ich zieh dir 12. Ja, ab. Okay, das sind ja 12, dann habe ich 3. Die Hälfte von 3 sind 2, plus 5 sind 7. Dann habe ich eine 7, dann bin ich immer noch auf eine 3er Erschwernis.
Bin meine siebene Gassenwissen, ich muss das steigern. Ja, Gewirr aus Gassen oder Gässchen, kleinere Plätze, halb zerfallene Paläste, Gärten, also die Bewohner, die unter der auronischen Herrschaft ihre Bleibe geräumt haben. Stinkt mittlerweile wohl auch nicht nur nach Fisch, sondern nach verwesendem Tang und nach Brandgeruch, der wohl seit Ewigkeiten in der Luft liegt, als die Lagerorte dann abgebrannt worden sind, gerade in diesem Viertel. Und der schädige Wind konnte das wohl auch nicht vertreiben, weil ein ewiger Nebel über dieser Stadt hängt. Ja, dann murmelt ein wenig vor sich hin, scheint irgendwelche imaginären Wetten einzugehen. Und blickt sich halb nervös über die Schulter. Ich habe eine Probe geschafft. Du kannst erkennen, wie wohl zwei, drei Kinder in einem Innenhof spielen. Und das sind die ersten Personen, die du jetzt hier erkennen kannst. Vor allem sind das auch Kinder, aber als du auf sie zugehst, erkennen sie euch wohl und sie hopsen dann in die Dunkelheit. Also es ist nicht so, dass sie rennen, sondern eher, dass sie hopsen. Glaube ich, wäre gar nicht auf die Kinder zugegangen. Also ich hätte irgendwie aus dem Augenwinkel beobachtet und wäre weitermarschiert. Ja. Denn wenn es spielende Kinder in Janka sind, werden sie Angst vor uns haben. Und wenn sie hier sind, um uns zu beobachten, werden sie sich auch nicht anquatschen lassen. Aber ich weise Diamantus darauf hin, wie auch immer, wenn sie dann weg sind oder wenn wir weg sind. Weiß ich nicht, wann habt ihr die Kinder gesehen? Kinder? Nein. Oh ja, da haben einige in einem Hof gespielt. Sie haben, ich weiß nicht, mit den Kästchen gesprungen oder so, ich bin nicht sicher. Nein, dafür hatte ich keine Augen. Ich schaue in jedes Gebäude. Ich habe das Gefühl, dass wir beobachtet werden. Weiß nicht. Aber das haben wir überall. Hier scheint überhaupt niemand zu leben. Da habe ich schon beilaufen, drei streunende Hunde. Und ihr im Vorbeigehen habt ihr schon das Gefühl, dass ihr von mindestens 10 Flöhen angesprungen werdet. Auf den Straßen ist niemand. Nirgendwo ist jemand. Gehen wir noch. Gehen wir noch bis zum Palastplatz durch. Hoffentlich sehen wir irgendwen. So tastet ihr euch weiter durch den Nebel, durch die Gassen, durch das Gewirr und durch den widerlichen Gestank. Bis ihr dann vor einem Blatt steht, auf der linken Seite von euch, noch der Raya-Tempel, der hier nicht in einem Glanz steht, aber aus dem Inneren könnt ihr Stöhnen hören. Und auch die ersten Menschen, die jetzt hier tatsächlich auch auf der Straße stehen, wohl Tulamidinnen, die euch aus rauchigen und verquarzt roten Augen anblicken, die wohl hoffnungslos unter Drogen stehen, irgendwo am Rand sitzen, liegen oder sich irgendwo abstützen. Aber zumindest kann man hier mittlerweile wieder Menschen sehen. Zumindest die Anhand kann man noch ohne Menschenkenntnis ansehen, dass er darüber heilfroh ist, so abgerissen, wie diese Leute auch sein mögen. Er hat gerade angefangen, panisch zu werden. Würfel mal eine Sinnschärfeprobe. Plus 12. Diamantus kann das auch machen. Kommen immer die Talente, bei denen ich mich auf andere verlasse, wenn sie dabei sind. Oh, warte. Kann das passen, wenn ich die 16 schippe? Was brauche ich dann? Dann brauche ich eine 10. Das ist eine 50-50-Chance. Diamantus? Jo, ich pack mal 5 ASP rein. Ja, okay, dann nicht. Da verlässt er sich wieder auf die anderen. Schicksalspunkte sind eine Meta-Währung, das heißt, ich darf sie auf Meta-Überlegungen basieren. Ja, das ist okay. So, habe ich einen 10er Bonus. So, hatte gerade Probleme, den einzutragen. Also vorher hast du das angesagt, also bekommst du Doppel-1. Nee. Ah, nee. Sah eben so aus. Ich habe sogar mit dem falschen THW gewürfelt. Ich hatte noch 10 Punkte über gehabt. Ja. Yalan ist zumindest froh, dass er jetzt die ersten Menschen erkennen kann. Und auch wenn einige von den Drogen verquarzt aussehen und nicht wirklich bei Sinnen, da kannst du ihn am Arm packen und deutest auf die Hälse der Person. Du kannst einige Hautfalten erkennen, die sich da wohl abspielen. Die sehen wohl nicht so aus wie Fettlappen, sondern vielleicht sind das Kiemen. Ja, er versucht ruhig zu bleiben, windet erst einmal seinen Namen aus Niamatas Griff heraus und dann legt er eine leicht zitternde Hand auf seinen Arm und nimmt ihn erstmal herunter, weil, wir stehen auf der Straße und zeigen auf Leute. Nicht der Gipfel der Unauffälligkeit. Was passiert mit den Menschen hier? Komm mit, ja? Und dann gehe ich an die nächstbeste Haus, also um die nächstbeste Hauswerk einfach aus Sichtweite erstmal. Wollt ihr was kaufen? Schwarzer Wein! Oh, da seid ihr. Schwarzer Wein. Traumstaub.
Ich habe einige. Ich werfe ihm irgendwie einen Kreuzer hin. Raya mit dir. Komm, weiter. Danke. Was war das denn? Ein Händler? War sehr eingepackt. Was war das gerade? Was hat ihr auf den. Hier, kommt her. Oh Götter im Himmel, gibt es hier denn keine ruhige, leere Gasse? Hey, kommt her. Wollt ihr Fleisch? Ich hab gutes Fleisch, frisch. Ganz frisches Fleisch. Ich zieh die Amantes weiter, vermutlich jetzt mittlerweile in eine Gasse rein. Ich hab keinen Plan mehr, wo wir sind. Wir sollten hier auf nichts eingehen und. Ja, ach nein, was glaubt ihr denn, warum ich so mehrmals zerre? So, also, noch einmal, in Ruhe. Ich halte einen Moment lang inne, ob jetzt der nächste schmierige Händler aus der Ecke kommt. Was habt ihr gesehen? Es. Ach Gott. Diese Menschen, die sind nicht mehr. Die sind nicht mehr so, wie sie sein sollten. Das. Es muss an diesem. Wie habt ihr es genannt? In Sanctum hier liegen. Sie. Entwickeln komische Stellen. Für gewöhnlich würde ich an sowas einen Dämonen mal vermuten, aber ihr habt das bei allen gesehen? Das war scheußlich. Es wird ja wohl kaum die gesamte Stadt paktiert haben. Ich bin mir sicher, es gibt eine Erklärung. Und wie zum Hohn und Spott kannst du es aus den finsteren Gassen irgendwo ein paar Meter entfernt keckern hören oder wie ein Frosch. Ein lautes Quaken. Wie ein Krakonia vielleicht? Wie ein lautes Quaken. Ich bin nicht ganz sicher, wo lang wir müssen. Ich glaube laut hindurch. Atme da ein paar Mal kurz durch. Nun, der Palastplatz. Ich will den Palastplatz sehen, bevor wir uns hier verziehen. Ich muss gestehen, ich habe die Orientierung verloren, seitdem wir hier in der Stadt drin sind. Ich glaube, wir müssen hier entlang. Gehen wir einmal. Gassenwissenprobe. Plus 10. Kein Mirakel. Dann verlaufen wir uns halt, dann ist das so. Au! Warte. Nö, reicht nicht. Super, ne? Ist nicht so klug. Nee, bei mir ich könnte die KL schippen, aber dann killt mich die ihn trotzdem. Ihr irrt durch die Gassen und seid euch nicht mehr ganz sicher, wo ihr seid, in welche Richtung ihr gegangen seid, aber mit dem Palastviertel hat das nichts zu tun. Und mit einer blauen Villa, mit einem Hesinte-Tempel, mit einer Arena, ihr wisst nicht genau, wo ihr seid, bis ihr dann irgendwann, der Fischgestank lässt euch fast ohnmächtig werden, wieder auf die Straße stolpert. Vor euch könnt ihr zwei rauchende Ruinen eines Effort-Tempels erkennen, die dort ja zerfallen liegen, und ihr könnt sehen, wie dort zwei Frauen am Wasser sitzen in Kleidung zweier Eferdis. Wieder besseren Wissens. Nein, erstmal die Amantes angestoßen. Hey, siehst du die? Ja. Wir sollten nach dem Weg fragen. Bist du dir sicher? Ich weiß nicht, ob wir dem in dieser Stadt vertrauen können. Zumindest können wir uns wohl ein wenig mit ihnen unterhalten, oder? Die eine von ihnen leuchtet leicht bläulich schimmernd. Und wenn die Amantes jetzt keinen allzu harten Widerspruch anlegt, gehe ich wieder bessere Wissens drauf zu. Nehmen wir eine Hand hoch. Dem Stürmischen zum Gruße. Ja, du siehst, wie sich die eine Frau in deine Richtung dreht, und während sie sich dreht, kannst du sehen, wie ihre Haut grau wird, sie sich verwandelt und dann ins Wasser plumpst und dann blau leuchtend zu einem Delfin wird, während sie noch schnattert und dann im Inneren des Wassers verschwindet. Die andere derweil dreht sich ebenso um. Du kannst allerdings sehen, dass es nur ihr Oberkörper ist, der sich dreht. Der Rest von ihr bleibt auf der Kiste sitzen, und wenn du herantrittst, mit einem sehr merkwürdigen Gefühl in deinem Bauch. Diamantas, hast du gefahren als Ding, ja, ne? Nee, ich habe keinen gefahren. Hast du nicht gekauft, gut. Ihr könnt sehen, wie sie keine Beine hat. Die sind wohl vor langer Zeit zerschmettert und hängen da als, ja, also die Haut ist zerfallen, aber die Beine, die Knochen sind einfach zertrümmert. Hängen da nur als nutzlose Lappen. Effort zum Gruß. Effort zum Dank. Eure Glaubensgenossin scheint ein wenig scheu zu sein, wie? Sie ist entrückt.
Immer. Immer zu. Ihr müsst sie entschuldigen.